Hallo zusammen und willkommen. Du leidest unter Knochen- und Gelenkschmerzen und möchtest dem endlich ein Ende setzen? Dann haben wir ein ganz einfaches Mittel für dich. Alles, was du brauchst, sind ein Ei und etwas Apfelessig. Um keine Gesundheitsvideos mehr zu verpassen, abonniere unseren Kanal und klick auf das kleine Glöckchen. Jetzt verpasst du keine neuen Videos mehr, die wir täglich für dich hochladen. Beantworten wir zunächst die Frage, woher kommen Gelenk- und Knieschmerzen? Die Gründe, warum dir das Gehen wehtut oder du steif bist, können ganz unterschiedlich sein. Die einen haben angeborene Fehlstellung oder erworbene Fehlhaltung. Bei anderen haben sich Entzündungen in den Gelenken gebildet oder Knorpelsubstanz hat sich aufgrund von Abnutzungserscheinungen zurückgebildet. Der Selbstheilung kannst du aber auf die Sprünge helfen. Mache dir bitte bewusst, dass dein Körper ein hochintelligentes System ist, das über feine Mechanismen der Selbstregulation verfügt. Im Grunde sind Tausende oder Millionen Zellen täglich damit beschäftigt, deinen Körper zu reparieren und in Schuss zu halten. Siehst du Heilung von diesem Standpunkt aus, braucht es also nur die Intelligenz deines Körpers und ein paar unverzichtbare Substanzen. Übrigens, wenn du dich für Naturheilkunde interessierst, dann haben wir einen Geheimtipp für dich. Mehr dazu findest du ganz oben in der Beschreibung. Zurück zum Thema. Im Falle von Knochen und Gelenken ist der Stoff, um den sich alles dreht, das Kollagen. Kollagen ist das häufigste Protein im menschlichen Körper. Es ist an der Bildung des Bindegewebes, der Haut, dem Knorpel und Knochen beteiligt. Dein Körper nimmt Kollagen entweder von außen auf oder stellt es selbst aus anderen Proteinen und Aminosäuren her. Die natürliche Kollagenproduktion deines Körpers kann durch Stress oder sportliche Anstrengung erhöht sein. Im Alter kann die Produktion langsamer werden. Ist dein Kollagenhaushalt nicht im Gleichgewicht, bilden sich mehr Falten, deine Haut verliert an Spannkraft und deine Gelenke schmerzen eher. Wo aber nun ist Kollagen enthalten? Lebensmittel, mit denen du Kollagen aufnehmen kannst, sind zum Beispiel rotes Obst und Gemüse wie Paprika, Tomaten, Erdbeeren, Kirsche, rote Beete, schwarze Johannisbeeren, Heidelbeeren oder dunkle Holunderbeeren. Ebenso ist es vorhanden in Süßkartoffeln, Lachs und Haferflocken. Und dann gibt es noch ein ganz besonderes Lebensmittel, das ein unglaublich reicher Lieferant für Kollagen und Knorpelnährstoff ist. Und das ist das Ei. Mit nur einem Ei verabschiedest du dich von Gelenk- und Knochenschmerzen. Das Ei ist in Bezug auf Gelenk- und Knochenschmerzen ein wahrer Alleskönner. Im Eigelb stecken rund 70 Proteine, die deinen Körper nähren und mit wichtigen Strukturbausteinen versorgen. Die Schale besteht zu 90% aus Kalzium und zu einem kleinen Teil an wichtigen Mineralien wie Fluor, Kupfer, Eisen, Zink und Silizium. Reines Eiweiß liefert ebenfalls wertvolle Nährstoffe. Nur wenn du an Leberproblemen leidest, kann zu viel Eiweiß deine Gesundheit negativ beeinflussen. Doch jetzt kommen wir zum eigentlichen Hammerwirkstoff im Ei und den werfen die meisten Leute ähnlich wie die Schalen einfach weg. Die Eimembran. Forscher fanden heraus, dass die Haut zwischen der Schale und dem flüssigen Inneren eines Eis von der Zusammensetzung exakt dem menschlichen Knorpel entspricht. Damit du die Eimembran nicht mühsam aus der Schale pulen musst und die Nährstoffe aus der Schale ebenfalls für dich nutzen kannst, gibt es einen ganz einfachen Trick. Alles, was du für ein Rezept gegen Gelenk- und Knochenschmerzen brauchst, sind ein Ei und 150 ml Apfelessig. Die Zubereitung ist denkbar einfach. Du befüllst ein Glas mit Apfelessig, dann gibst du das Ei hinein, sodass es komplett vom Essig bedeckt ist. Lass das Glas 7 Tage stehen. Du wirst sehen, dass sich die Schale binnen dieser Zeit komplett im Essig auflöst. Dann hast du nur noch die Membran und das Flüssige im Inneren des Eis. Öffne die Membran vorsichtig und lass das Eigelb und das Eiweiß herausfließen. Verrühre beides mit einem Schneebesen. Vermische die flüssigen Anteile des Eis mit dem Apfelessig. Im Apfelessig haben sich inzwischen alle Mineralien aus der Schale gelöst. Gemeinsam mit dem flüssigen Ei bekommst du eine Powernahrung für deine Gelenke und Knochen. Die Eimembran kannst du einfach so verzehren oder sie klein schneiden und in ein Gericht mischen. Du solltest die Membran aber nicht garen. Vom Essig-Ei-Gemisch trinkst du täglich nur 15 ml. Wiederhole dieses Rezept und die Anwendung so lange, bis deine Schmerzen komplett verschwunden sind. Wir wünschen dir viel Erfolg mit diesem Rezept und allseits beste Gesundheit. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen.